Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hallo. Willkommen bei einer neuen Runde Mesh Warrior Online. Ich spiele meine Sturmkrähe D. Das ist ein Streaker. Mesh. Also zumindest habe ich den zumindest umgebaut. Der hat 6 Streak SRM6 drin. Die wurden leider im letzten Patch etwas genervt. Der ist ja von 75 auf 60 Alpha-Schaden runtergenervt worden, weil die einzelnen Streaker nur noch 2 anstelle von 2,5 Schaden machen. Aber gut, damit müssen wir leben. Ist jetzt nicht gerade die optimalste Karte für einen Streaker, aber das sind wir heute Morgen schon gewöhnt. Ich werde mich mal arg zurückhalten und mal gucken, ob denn irgendwo ein Knochen für mich abfällt. Remanus ist im Direwolf unterwegs. Der ist natürlich extrem langsam. Den hübschesten Mech überhaupt. Ich häng mich mal als Medium an meinen Assault dran. Target acquired. Ah, die versuchen oben hoch zu. New target acquired. New target acquired. Da ist was, ein Timberwolf. Ein Timberwolf, der wohl größten wahnsinnig ist. So, hier sieht man jetzt die extrem lange Reloadzeit. Diese Streaker haben. Das ist so der größte Nachteil. So. Der Timberwolf, der war selbstmordgefährdet? Ja, der war recht selbstmörderisch veranlagt. Da habe ich meine zweite Salve ein klitzekleines bisschen zu spät geschossen, sonst hätte ich den Kill gekriegt. Den die oben drauf auf den. So. Da waren noch unsere Leute alle drauf, oder? Hotel ist da oben. Auf jeden Fall schon mal. Target acquired. Ein Stalker, ja, die pushen schön, dann kann man auch. Geh mal von links ran, von der Seite. Die sind jetzt alle rechts. Was? Ist noch ein selbstmordgefährdeter Timberwolf. So, ja, und genau da kommt jetzt das Problem. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Aha, wunderbar. So, das ist oben. 3-3, ja. Wie konnten die jetzt hier schon wieder 3 Kills machen, ey? Ja, Kid Fox wäre natürlich jetzt optimal. So, ER. Weil eigentlich ist meine Prämisse ja das Lighthunten. Und nicht hier das dicke verprügeln. New target acquired. Na, komm wieder runter. So.
New target acquired. Ah, Mist. Ach, Scheiße. Bist du da hinten? Nee. Noch ein Timberwolf, aber der dürfte sehr wahrscheinlich tot sein, bevor wir in Schussreichweite kommen. Schusslinie haben. Nein. Das ist so krass, ey. Okay. Bist du tot? Ich bin tot, ja, ja. Mich haben sie mit Raketen und so auseinandergenommen. Ah, Sack. Ein Kid Fox, das ist mein Ziel. Sagt ja, ich hätte ja deine Hilfe gebraucht. Ah, Mist. Was ist denn da? Du hast nichts gesagt. Doch. Ja, ich nicht gehört. Ah. Naja, ein bisschen Alpha konnte ich mir reinwürgen. Aber das war jetzt mal eine vernünftige Runde. Ah, zu weit. Naja. Weil das haben wir so gut wie gewonnen. 10 zu 5. Dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Komm um meine Ecke, komm um meine Ecke. Ah. Dann läuft er natürlich genau falsch rum. Neuen Fallschirm haben sie noch nicht implantiert, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. New target acquired. Ah, hat er mir genau hingesetzt. Sind wir natürlich genau reingelaufen. Ah ja gut, okay, aber die Runde war nicht schlecht, also so ungefähr sollte es laufen. Nur, dass man sich halt auf die Lights konzentriert und man muss natürlich hören, was die anderen im TS sagen. Ansonsten, was haben wir denn? Ja, 650 Schaden, das ist doch gut. Dafür, dass ich eigentlich so wenig geschossen habe, ist das doch ein klasse Ergebnis. So, ich zeig noch kurz den Bild, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich hoffe mal nicht, dass man über den TS hört, wie meine Tochter am Singen ist. Nö. So, und zwar Streak SRMs ist klar, dann ein bisschen Muni, eine Muni im Kopf. Jetzt kann man es so machen, dass man den Kopf wechselt gegen die Prime-Variante. Die hat nämlich einen Laserslot und dann kann man da einen Tech-Laser einbauen. Ich habe jetzt einen klaren Active Probe, aber man kann ja beides im Endeffekt drin haben, sowohl einen Tech als auch einen Active Probe. Aber da müsste man natürlich entweder Muni raustun oder einen Streaker umändern in einen Vierer. Abpanzern würde ich in keinem Falle, weil das kann eigentlich nur schief gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.